herzlich willkommen beim Grillfest der Donauschwaben. Es ist schon sehr viel los. Es ist eine jahrelange, liebgewonnene Tradition, dass wir zum Grillfest einladen, dass man sich gemeinsam der Geschichte, der gemeinsamen Wurzeln unserer Familien erinnern. Und mittlerweile kommen ja 400-500 Leute aus ganz Oberösterreich und auch internationale Gäste. Heuer haben wir aus Thüringen einen Landsmann, der gekommen ist, und die Musik ist aus Budapest, eine donauschwäbische Kapelle, die gestern bei den Salzburger Festspielen spielte. Da sind wir sehr, sehr stolz, dass wir da so eine tolle Musik in Machtring begrüßen können. Ja, der Nachmittag ist voller Essen, Trinken und Unterhaltung. Wir haben gerade Gedichte von der Tamara Reisinger in schwäbischer Mundart gehört. Das gehört ein Stück zu Machtring, weil 30-40% haben ungefähr in Machtring diese Wurzeln. Ob es jetzt Siebenbürger Sachsen, Donauschwaben, Sudetendeutsche sind, die alle ein ähnliches Schicksal erlitten haben nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Und den gedenken wir jetzt natürlich schon in einer sehr unterhaltsamen Art und Weise über viele Generationen hinweg. Der älteste Gast ist fast 100. Aus Traun angereist, und wir haben schon ganz junge Familienmitglieder auch dabei. Und ja, ich freue mich, dass ich das als Obmann der Donauschwaben organisieren darf und werde es auch in den nächsten Jahren fortsetzen, weil es schon zu Machtring gehört, zu Oberösterreich gehört. Danke. Tag wo im Dorf, so schön und brat war die Gasse in dem Land, das wir den Misser verlassen. Tag wo die Bauer auf die Felder Acker und im Hof die Gingler Gackra. Wo der Kieh und Schweihalder in der Früh tut bloß und ich beim Spiel hab, friss mein Hos. Dort, wo die Leute alle sonntags in die Kirche gang und wo man die Fliege mit dem Muckerpicker hat gefangen. Dort, wo auf der Gaststätte der große Nussbaum sitzt Leid, dort war ich daheim. Heute in Machtring das Jugendharmonika-Auswahlorchester des Landesrates der ungarndeutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen. Dieses Jugendorchester wurde im Jahr 2008 gegründet, nachdem wir im Liederbuch, im Geschichtsbuch des unvergesslichen donauschwäbischen Musikhistoriker Robert Rohr gelesen haben, dass vor dem Ersten Weltkrieg fast in jeder Gemeinde mindestens ein Harmonikaspieler war, der dort die Gemeindemitglieder bei Tänzen, bei Bällen und so weiter begleitet hat. Und das war der auslösende Grund, dass wir uns eben entschlossen haben, dieses Harmonikaorchester im Rahmen eines Fortbildungslagers zu gründen. Letztes Jahr wurde die Bibliothek der Donauschwaben in Machtring hier eröffnet, im Hort 2. Überwiegend sind die Bücher vom Professor Georg Wildmann aus Linz eingelagert. Mittlerweile erhalten wir aus Familiennachlässen und auch von der großen steiermärkischen donauschwäbischen Gemeinschaft haben wir sehr viele Bücher erhalten. Und wir sammeln die, wir dann die EDV-mäßig im Internet erstellen und wir bekommen sehr, sehr viele Anfragen weltweit zu Ahnenforschung, zu Gerichten von der Oma, die auch wir dann den Menschen Bücher verleihen. Und so können wir zur Erhaltung der Geschichte einen wesentlichen Beitrag leisten. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass wir da auch die Literatur und die Ortsgemeinschaften, wenn jemand Ahnenforschung betreibt, bei uns anfragen kann, ob wir da ein entsprechendes Buch über diese Siedlung haben. Und wir wurden auch zuletzt von der Wiener Historiker angefragt, die auch auf Ahnenforschung waren. Und da haben wir einen richtigen Schatz in Machtring und das passt auch sehr gut zu uns. Und da werden wir weiterhin qualitativ Bücher in diese Bibliothek aufnehmen. Und bedanke mich beim Land Oberösterreich, aber auch bei der Stadt Machtring, dass wir das gemeinsam letztes Jahr finanziert haben.